Vielen Dank. Liebe Freundinnen, als ich letztens an meiner ehemaligen Schule zu Besuch war, sprachen wir über die Zeit nach der Schule. Und eine Schülerin äußerte, dass sie einfach nur noch fertig wollen werde mit Schule, damit das Leben endlich anfange. Was für ein trauriges Zeugnis über die Schulzeit. Ich finde, das muss sich ändern. Ich bin daher stark dafür, dass wir besonders Kindern und Jugendlichen ausreichend Zeit und Inspiration für wirkliche Bildungsprozesse geben sollten. Lasst uns Schule zu einem Ort machen, an dem Erfahrungen gesammelt werden, statt Einsen mit Sternchen. Ich kandidiere heute für den Landtag aus voller Überzeugung, dass ein besseres Schulsystem möglich und nötig ist. Wir leben in einer Welt, in der dein Wert an deiner Produktivität gemessen wird. Übertragen auf die Schule heißt das, wenn du im Unterricht nicht performst, wenn du im Unterricht kritzelst, statt zu schreiben, wenn deine Hausaufgaben fehlen, wenn du selbstbewusst deine Meinung kundtust, wenn du nicht bereit bist, dich jeden Tag zu optimieren, wirst du als unzuverlässig, unkonzentriert abgetan und schnell wird ein junger Mensch zum Systemsprenger. Die Säulen des seit Jahrzehnten bestehenden Schulsystems sind Effizienz, Nützlichkeit und Wettbewerb. Wer so nicht funktioniert, fällt durch. Dabei liegen zwischen Lernen und Bildung doch Welten, die entdeckt werden wollen. Das andauernde Vergleichen, Bewerten und Ökonomisieren von Lernprozessen wirken sich doch mindestens genauso langfristig auf die Zukunft aus wie die Folgen der Klimakrise. Wir wollen doch alle, dass Kinder zu selbstbewussten, selbstständigen, mündigen und kritisch hinterfragenden Menschen werden. Ich möchte gemeinsam mit euch dafür kämpfen, dass die neuen Säulen so heißen: individuelle Förderung, Inklusion, Demokratie und Digitalisierung. Wie schön wäre es, wenn wir aus der Corona-Krise rauskommen und mutige Schritte machen, und damit wir die Bildungskrise auch überwinden. Wie schön wäre es, wenn wir ein wirklich digitales Bildungswesen aufbauen, als führe die bloße Anwesenheit digitaler Ausstattung von ganz alleine zu zeitgemäßer Bildung. Wie schön wäre es, wenn junge Menschen mittels eines kompetenten, wachsamen, digitalen Umgangs die Welt und die Gesellschaft begreifen. Außerschulische Bildungsorte sind es, die heute ausschlaggebend dafür sind, zu begreifen, was in dieser Welt und in dieser Gesellschaft passiert. Für mich war es die Grüne Jugend, mit der ich Zukunftsvisionen entwickeln, Meinungen debattieren konnte und über mich hinauswachsen durfte. Für unsere Generation und noch mehr für die meiner kleinen Kinder steht einiges auf dem Spiel. Bildung ist und bleibt der zentrale Schlüssel, um die Zukunftsaufgaben zu knacken. Wir müssen uns dafür langfristig von starren Strukturen wie Unterrichtszeit, Fächerkanon und Klassenraum befreien und die Individualität der Schülerinnen und Schüler in den Fokus stellen. Schule ist keine einsame Insel im Viertel und Lernen passiert eben nicht hinter verschlossener Tür am besten. Bildung ist für jedes Kind, heißt jedem Kind kreative Angebote zu machen, heißt Lernen in Projekten, heißt Kooperation mit außerschulischen PartnerInnen und die Arbeit in multiprofessionellen Teams. Ich bin Lehrerin für sonderpädagogische Förderung. Früher sagte man Sonderschullehrerin und das trifft es leider bis heute sehr gut. Wir halten noch immer an einer besonderen Schulform fest, die in besonderer Weise der Förderung verpflichtet sein soll. Was bitte haben denn dann die anderen Schulen für einen Auftrag? Inklusion ist ein Menschenrecht. Das uneingeschränkte Recht auf inklusive Bildung ist für mich unverhandelbar. Das sogenannte Regelschulsystem muss endlich individuelle Förderung und bestmögliche Bildung für alle Kinder gewährleisten. Ich möchte nach vorne schauen und für einen Bildungskonsens streiten, der pro Vielfalt, pro Inklusion, kurz pro Menschenrechte ist. Eine veränderte Gesellschaft braucht ein verändertes Schulsystem, braucht ein verändertes Lehrerinnenbild. Wenn wir die Arbeit aller Lehrämter nicht gleichmaßend wertschätzen, wenn der Erfüllungsdruck weiterhin so hoch bleibt, dann wird sich doch nichts ändern. Ich möchte, dass Schule zu einem Ort wird, an dem man gerne lebt und eine veränderte Lehrerinnenausbildung, die genau diesen Anforderungen entspricht. Liebe Freundinnen und Freunde, im Referendariat bin ich mit meiner Tochter schwanger geworden. Ich ging in den Mutterschutz aus einem System, in dem der schulische Erfolg vom Geldbeutel der Eltern, der Herkunft oder dem Glück abhängt, auf die richtige Lehrkraft zu stoßen. Ich kam zurück aus der Elternzeit und es war kaum zu glauben, noch ungerechter. SchülerInnen, Familien, LehrerInnen und Schulen wurden alleine gelassen.
Der Ampel-Koalitionsvertrag enthält wesentliche Maßnahmen, auf die alle im Bildungssystem gewartet haben. Lasst uns in Nordrhein-Westfalen nachziehen und längst überfällige Schritte gemeinsam für ein zeitgemäßes und gerechteres Bildungssystem gehen. Und dafür bitte ich um euer Vertrauen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Lena.